Ja, und hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Simon the Sorcerer 3D. Und ich sage es mal so: Beim letzten Mal habe ich so einige Probleme gehabt mit dieser Steuerung und von diesem Feuerwerk. Und deswegen starte ich das jetzt Ganze hier nochmal vom speicherten Spielstand neu. Und hoffe jetzt im ersten Anflug gleich das zu schaffen. Es hat eine Ewigkeit Hallo, gebraucht, hi. Wir müssen sofort loslegen. Die bis ich Königin endlich wartet schon das auf das geschafft Feuerwerk. habe. Beeilung. Und muss echt sagen, ich habe, ja, also, hat Ewigkeiten gedauert. Also, Ich habe noch rumgefummelt deine und so Aufgabe weiter. ist ganz Ja, du leicht. kannst das alles schön Um diesen erklären. Das ist Knopf lösen alles die vollkommen vorbereiteten Ladungen aus. egal. Du brauchst sie Ich einfach weiß, nur jetzt, ich zu muss drücken. links, Das rechts klingt etwas drücken. zu einfach. Meine Für das Aktionstaste ist auf Feuerwerk wurde G eine gestellt. Begleitmusik G wie komponiert. Du Gegenstand, musst ne? das richtige Feuerwerk zur richtigen Zeit zünden, damit das Volk in Stimmung kommt. Andernfalls wird die Königin das Turnier nicht eröffnen. Und woher weiß Und ich, die was wann zu zünden Hauptaktionstaste ist? ist Ich die habe einen Enter-Taste. Monitor Also es gebastelt, ist auf dem du sehr siehst, welcher diffizil, Knopf ne? wann So. gedrückt werden muss. Schon verstanden. Hi, Ja, Simon! und jetzt kommt sie nochmal und erzählt mir das Ganze Im nochmal. folgenden Teil ändert sich die Steuerung etwas. Drücke Aktion, um eine Rakete in die Luft zu feuern. Mit Objekt zündest du einen Kracher, mit links eine Leuchtkugel und mit rechts ein Feuerrad. Okay. Ja, ich denn verziehe mich jetzt lieber. ein Ich Kracher ist hasse laute halt Geräusche, da orange, kriege ich ne? immer Kopfschmerzen von. Weshalb 3 und Eine 4 mustergültige vertauscht Fee. ist. Jetzt gucken wir noch mal, Wir ob das haben keine funktioniert. Zeit für eine Probe. Auf geht's! Gut. Meine Damen und Herren, Orks und Goblins, liebe Trolle, Gnome, Elfen, Feen und Zwerge, hochverehrte Zentauren, Waldgeister und Drachen. Muuu. Und natürlich auch alle anwesenden Minotauren und Kuhmenschen, darf ich um die geschätzte Aufmerksamkeit bitten für die Eröffnungszeremonie des Turniers? Bitte richten Sie die Sichtorgane nun gen Himmel für Gandulfs Feuerwerkfantasie. Okay. Das, 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 das. Wie habe ich abgeschnitten? Jawohl. Jetzt Hervorragend! hat's geklappt. Wunderbar! Gleich auf Besser hätte ich es Anhieb. auch nicht machen können, mein Junge. Also wird das Turnier eröffnet? Ja, morgen früh. Prima, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ausblenden? Ausblenden! Hör, wenn du willst, dass was richtig gemacht wird, dann musst du was zum... Na egal. Du kannst jederzeit zu dieser Tür kommen. Ich werde sie nachts für dich offen lassen. Tagsüber ist es zu gefährlich und Fremde werden oft mit unliebsamen Fragen konfrontiert. Fragen nach dem Sinn des Lebens oder warum Kamikaze-Piloten Sturzhelme tragen? Nee, eher so im Stile von, wo möchtest du gleich beerdigt werden? Oh, diese Art von Fragen, mit denen bin ich bestens vertraut. Nachts solltest du allerdings problemlos kommen und gehen können. Halte dich jedoch von diesen Wachen fern. Mach's gut. Jawohl, ich hab's echt geschafft. Direkt beim ersten Neuversuch, nachdem man es einmal geschafft hat und das einmal richtig hat, ein bisschen eingeübt hat, dann funktioniert es auch. Echt, es hat eine Ewigkeit gedauert. Plus das Hin- und Herfummeln mit den ganzen Aktionstasten und so weiter. Und deswegen jetzt ganz schnell ab ins Diskmenü. Speichern und ich hatte es ja schon mal auf 16 gespeichert. Ich speichere es gerade nochmal. So. Einfach damit ich jetzt wieder richtig da bin. So. Er hat mir gesagt, ich kann nachts jetzt quasi hier immer hinkommen. So. Tagsüber ist es zu gefährlich.
Also gehen wir mal hier auf den Jahrmarkt und schauen uns den jetzt an, ne? Jetzt rechts auch rum. Oh, da geht's auch rum. Okay, links, rechts. Haben wir hier noch alles Schönes? Ah, hier kann man von oben gucken oder was? Ja, hier ist nur nichts, ne? Außer die runde Zelte hier, ne? Zu denen ich aber irgendwie auch gehen müsste, ne? Ach, hier hinten ist ein Eingang. Kann hier den Frosch einfach drücken, hindrücken. Ich frage mich, was man wohl für das Eindringen in das Schlafgemach einer Prinzessin und das Anstupsen derselben bekommt. Das sollte wirklich die Hälfte des Königreiches ihres Vaters sein. Was ist los? Ich bin müde. Bist du's, Johnny? Johnny? Du siehst nicht wie Johnny aus. Wer ist Johnny? Geh und hol Johnny. Er ist mein Traumschiff. Wow, ich glaube nicht, dass sie tatsächlich aufgewacht ist. Sein Traumschiff. Was liegt denn da sonst noch? Schallplatten. Johnny Lightning, okay. Sie ist voll verknallt in Johnny. Da liegen überall ihre Platten und so. Also ich würde sagen, noch irgendwas, was Johnny-like aussieht. Tja, also kann ich sie wohl nicht, kann ich sie wohl nicht entsprechend. Ah, okay. Sie will aber auf jeden Fall Johnny haben, ne? Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Ist das der Vordereingang jetzt? Es gibt keinen anderen Eingang hier. Na gut, müssen wir wieder einmal komplett zurück. Okay, also müssen wir irgendwie Johnny finden.
Oder den Frosch irgendwie als Johnny verkleiden, damit sie sich von ihm küssen lässt. Schade. Und viel mehr gab es hier jetzt echt gar nicht. Man kommt nur zu der Prinzessin und das war's, ne? Ja, schade. Hä? Vielleicht sollte ich doch tagsüber nochmal hingehen. Er hat gesagt, tagsüber ist es viel zu gefährlich. So, checken wir mal gerade, wo ich noch sonst hin kann jetzt. So. Nee. Hier geht's nur wieder weg. Momentan geschlossen. Ah, okay. Gut, das heißt, das kann ich dann am nächsten Tag hin. So. Telefonzelle. Das meint er. Hinten. Das, der Jahrmarkt ist dann eröffnet. So. An der einen Stelle ist dann die Prinzessin und an der anderen Stelle ist dann der Jahrmarkt. Okay, es ist... Ja, Hotel Sabine. So, dann schlafen wir halt wieder. So. Es nimmt halt schon irgendwie so seine Zeit in Anspruch, dieses ständige Hin- und Herlatschen und alles. Also, ist auch nicht so, dass die Rätsel sich wirklich so komplett selbsterklärend sind, ne? So, ab ins Bett. So, rein da. Und schlafen. So, nächsten Morgen gehen wir zum Jahrmarkt. Schon besser. Warum kann ich hier nicht die ganze Zeit rausgehen, weißt du? Und auch wieder reinkommen, vor allen Dingen. Das wäre viel sinnvoller. Da rein. Und jetzt gehen wir nochmal zum Platz der Zauberer. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt tagsüber auf den Jahrmarkt kommen, ne?
Da, Eingang zum Volksfest. Das müsste ja jetzt auch geöffnet sein, ne? Ja, jetzt kommt man rein. Okay. Hui. Spielautomaten und noch mehr. Sehr schön. Hallo? Genau. Hallo? Nicht die schon wieder. Genau, wir sind's wieder. Mit uns ist es wie mit einem Dings. Bumerang. Genau. Ich glaube, das war wirklich unvermeidlich. Keine Panik. Wir sind nicht mehr auf Rache aus. Wir haben die Sache aufgegeben. Wir unterhalten nun die Öffentlichkeit, anstatt sie mit Elend und Leid zu überhäufen. Stimmt, genau. Das ist spirituell wesentlich lohnender. Abgefahren. Wir haben unsere Nische gefunden. Wir bringen der Kundschaft Freude und Zufriedenheit und machen dabei auch noch einen ordentlichen Profit. Profit, genau. Also tragt ihr mir nichts mehr nach? Ah, Schissler Weng, dafür stehen wir dein Geld in den Schaubuden. Das wollen wir doch mal sehen. Ich bin Meister der Schaubuden. Mag ja sein, aber diese Spiele sind so korrupt, dass man ihnen bloß einen Anzug anzuziehen braucht, um sie als Abgeordnete verkaufen zu können. Genau. Oder als Parteivorsitzende. Ha, ich werde schon aufräumen. Da gib dein Bestes, Junge. Okay, also offensichtlich gibt's hier was. Was ist denn hier in der Mitte? Madame Spite irgendwas. Rückenschmerzen. Kenne ich eigentlich jemanden, der darunter leidet? Rückenschmerzen. Kenne ich eigentlich jemanden, der darunter leidet? Ja, ich glaube schon, ne? Was machst du hier? Wir sind Akupunkteure. Ich dachte, ihr leitet die Schaubuden. Ja, und alles andere auch. Nun, ich hoffe, ihr seid qualifiziert. Klar, das hat der letzte Kunde auch getan. Er schrie wie ein Spieß und hat meine ganzen Heilkristalle zerschlagen. Ich dachte, Akupunktur wäre schmerzlos. Kleiner Vorschlag. Leg dich einfach auf die Couch und wir werden dich mit den längsten Nadeln pieksen. Dann kannst du es selber beurteilen. Nadeln. Genau. Nicht für alle Plastiksteine. Könnt ihr Rückenschmerzen kurieren? Könnt ihr Rückenschmerzen kurieren? Rücken sind die Spezialität von Max. Schmerzen und Brüche sind sein Metier. Er heilt also Rückenbrüche? Nein, er verursacht sie. Das hilft mir nicht unbedingt weiter. Nun, das dient auch nur zur Ankurbelung des Geschäfts. Klasse. Macht ihr auch Haus... Straßenbesuche? Nein, und außerdem verlangen wir 10 Kröten. 10 Kröten, um mit einem spitzen Stock gepiekst zu werden? Ihr spinnt ja. Immerhin ist da ja noch die Abnutzung. Wir hassen Abnutzung. Genau. Scheiß Abnutzung. Es ist ja nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt wieder los. Ah, Psychopathen. Schade. Die sind jedenfalls hier. Kann ich hier sonst noch irgendwas angrabbeln? Nee. Kann ich denen irgendwas geben? Ach, da ist noch dieser Sordids-Kram, ne? Dokumente.
Wenn ihr Jungs mir helft, kann ich euch vielleicht helfen, nach Hause zurückzukommen. Nach Hause? Wie sehr ich diesen alten Ort vermisse. Nach Hause. Genau. Aber wir wollen nicht von dir nach Hause geschickt werden. Ich will wieder heim. Wohin Hunde schreien? Was? Psst! Manchmal wird er eben überschwänglich. In die Dämonenwelt. Ich will zurück nach Fürstenfeld. Wunderbar. Aber was stimmt mit mir nicht? Ich kann es. Ich bin jetzt offiziell ein Zauberer. Wirklich? Welche Abteilung? Musa. Sorry, hab nicht verstanden. Musa. Wie bitte? Schon gut. Modezauber. Modezauber? Das stelle ich mir wirklich praktisch vor. Ich plaudere ja gern mit euch Jungs, aber ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Das dachte ich mir schon. Könnt ihr Jungs was gegen Rückenschmerzen tun? Rücken sind die Spezialität von Max. Schmerzen und Brüche sind sein Metier. Ja, okay. Er heilt also Rückenbrüche? Nein, er verursacht sie. Das hilft mir nicht unbedingt weiter. Nun, das dient auch nur zur Ankurbelung des Geschäfts. Ja, das kennen wir alles schon. Klasse. Macht ihr auch Straßenbesuche? Nein, und außerdem verlangen wir 10 Kröten. 10 Kröten, um mit einem spitzen Stock gepiekst zu werden? Ihr spinnt ja. Immerhin ist da ja noch die Abnutzung. Wir hassen Abnutzung. Genau. Scheiß Abnutzung. Es ist ja nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt wieder los. Psychopathen. Okay, also hier ist wohl nicht so richtig das Richtige, ne? Gut, naja. Ich meine, das mit Rückenschmerzen ist dann das eine, aber was haben wir hier? Enten. Da ist nix. Okay. Wo ist denn dein Kumpel? Der ist bei der Maniküre. Oh. Willst du eine Runde spielen? Es kostet nur 5 Kröten. Du musst mit deinem Chakara alle auftauchenden Ziele treffen. Warum kann ich keines dieser Gewehre verwenden? Uns sind die Kugeln ausgegangen. Aber immerhin, wenn du 10 oder mehr Treffer erzielst, bekommst du ein Freispiel. Klingt ja nicht so prall. Bei 15 oder mehr Treffern gibt es den dreifachen Geldbetrag zurück. Und wenn du alle 20 Ziele triffst, gewinnst du den Sonderpreis. Der da wäre? Einer dieser knuddeligen Teddybären. Oh. Das wird ein Kinderspiel. Also los. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh, Mensch. Meine Güte, ist das scheiße. Jetzt eins. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 11. Hey, du hast ein Freispiel. Okay. Also muss ich wirklich? Ja, du musst. Also los. Okay. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden.
Okay. Echt schwierig mit der Tastatur. Vor allem, weil du keine Zielscheibe hast. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 18. Gut gemacht. Du hast 15 Kröten gewonnen. Okay, klasse. Gut. Jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Das Geld in sichere Anlagen investieren. Gut, also nochmal eine Runde. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse. Das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr. Und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Und da und... Also ich dachte, das ist ein Adventure-Spiel und kein Action-Spiel. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 17. Mm. Gut gemacht. Du hast 15. Muss aber, glaube ich, echt die 20 kriegen, ne? Klasse! Jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Muss wahrscheinlich wirklich diesen Teddy gewinnen, ne? Mit 20 Enden. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Gut. Oh nein, was soll denn das jetzt hier? Hat er gedreht. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 19. Oh nein, einen verpasst. Du warst musst wirklich alle treffen. Sonderpreis. Du hast 15 Kröten. Okay, du musst wirklich Klasse. Alle treffen. Jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. So. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und ja, Feuer ich gewinne. Frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht.
Mach dich also bereit. Verstanden. Nein. Ah, Mist, eine verpasst. Oh, Leute. Zu viel daneben. 18 sind es höchstens noch. Also, so, das war's, ne? Wie habe ich abgeschnitten? 18. Du hast 18. Ja, ich wusste es, ich habe 2 verpasst. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Nein, wir müssen noch weiter gewinnen. Durchaus eine Überlegung wert. Wir müssen echt noch weiter gewinnen hier. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh, Mist. Ah, beim Hoch-Runter-Machen gleich mal versaut alles. Und stehen genau in die Mitte zwischen euch. Ach, scheiße. Ach, okay, das ist auch wieder sowas. Wieso haben sie so etwas als Tastaturspiel rausgebracht? Weil es anders zu leicht wäre, oder was? So. Wie habe ich abgeschnitten? 17. Du hast 16. 17. 17. Gut gemacht. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse. Jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Naja. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Ich glaube, wir machen es nochmal. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse. Das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr. Und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh! Das gibt's doch nicht, Mann! Wie habe ich abgeschnitten? 19. Du hast 19. Ja, schon wieder. Gut gemacht.
Du warst nah dran. Leute. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Ja, wir wäre durchaus eine Überlegung investieren wert. Das in weitere sichere Anlagen. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh, Mist! Ach, jetzt habe ich es wieder vergeigt. Jetzt will ich zu viel. Scheiße. Zu weit. Jedes Mal. Ich muss echt einen Punkt auf dem Bildschirm malen, ne? Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 18. Ja. Gut gemacht. Verdammt. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Ja, wir spielen jetzt so lange, bis wir die 20 haben. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh. Zu niedrig. Werden es wieder nur 18 maximal werden oder 17 jetzt, wenn er nicht trifft. So, und zack, nein, daneben. Genau dazwischen. Wie habe ich abgeschnitten? 17, du 16. Hast 18. 18 sogar. Gut gemacht. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. So. Bin wieder komm, da hopp. Und bereit für einen Versuch. Klasse. Wir werden das jetzt auf das ewig macht dann machen, fünf ne? Kröten. Also, für alle, die jetzt weiter zuschauen, ich spiele jetzt so lange, bis ich die 20 fertig habe. Danach ist dann Schluss. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Nein, Mann! Es ist immer. Er ist immer zu spät, quasi. Zu niedrig. 2 verpasst.
Nein, zu weit. Oh. Mann, ey, du scheiß Tasten. Ihr wolltet doch das Spiel ursprünglich fürs Gamepad rausbringen, ne? Wie habe ich abgeschnitten? 17. Du hast 17. Ja. Gut gemacht. Du hast 15. Ich mache hier jetzt einen Haufen Geld, aber ich krieg nicht diesen Gegenstand, den ich brauche. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Nein. Wäre durchaus eine Überlegung nein, wert. Nein, nein, nein. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Komm, hopp. Oh, wie ist so niedrig? Die ganz rechts habe ich nicht gesehen. Ey, es nervt. Was war das denn? Kann ich den Fisch nicht auch erwischen? Nee, kann ich gar nicht erwischen, oder was? Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 12. Okay, hey, ein Freispiel. Du hast ein Freispiel. Also muss ich wirklich? Ja, du musst. Also los. Okay. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Nein. Oh. Ey, es gibt's doch nicht. Eine doofe Scheißente ist immer falsch. Oh, genau dazwischen. Ich muss mir echt einen Punkt auf dem Bildschirm machen. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 17. Gut gemacht. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Kann ich mir nicht Strich auf dem Bildschirm malen, weißt du? Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, ja, du musst Sekunden, es mir nicht immer erzählen. Die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Nein, ein daneben. Ach, Mist.
super. Ach, machen wir es so weit, dass wir wenigstens 15 Kröten noch kriegen. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 16. Ja, es wird immer schlechter, wird immer schlechter. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, muss bis die erste Millionär sein oder so, auftaucht. Ne? Mach dich also bereit. Verstanden. Noch? Scheiße, es wird schon wieder nichts. Es hat so gut angefangen. Nein! Wie habe ich abgeschnitten? 18. Du hast 19. Oh, der erste, der eine du hat nicht geklappt. Du warst nah dran am Sonderpreis. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Und nochmal. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Bisschen höher. Einmal daneben. Und wir alle jetzt? Wie habe ich abgeschnitten? Jawohl. Du hast 20. Jawohl, es hat geklappt. Du hast den Sonderpreis gewonnen. Hurra! Es ist dieser Teddybär. Oh, Wahnsinn. Ist ja wohl ein bisschen mottenzerfressen, oder? Ich glaube, du wolltest handgemacht sagen. Und außerdem riecht er wie eine Volksfesttoilette. Ja, er wurde eben sehr geliebt. Von einem Hündchen, wenn ich mich recht entsinne. Na, danke auch. Komm doch mal wieder. Vorher entferne ich sicher erst noch alle Bugs aus Windows. So, alles klar. Damit haben wir unser Ziel für heute erreicht.
Abspeichern. Nein, nicht rausgehen. Abspeichern. Das war anstrengend genug. Speichern. 16. Zack. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, sagt der Captain.